Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play NBA 2K13. Besser gesagt, willkommen zurück für die, die anderen Parts schon gesehen haben. Ja, heute habe ich mir überlegt, spielen wir das Spiel, das jetzt, wo ich es aufnehme, schon gelaufen ist, nämlich die Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons. Das ist eines von diesen sehr, sehr, sehr vielen Spielen, die gestern Nacht schon ausgeführt wurden. Ja. Und ich habe mal ein bisschen einen Trikotwechsel vorgenommen. Einfach mal das Trikot auf schwarz gestellt bei uns. Wir würden mit den Chicago Bulls spielen. Und ja, ich hoffe, das Spiel wird interessant. Und ich würde sagen, dann starte ich jetzt einfach mal. Und bin kurz ruhig. Ja. Chicago Bulls 9 zu 8, Detroit Pistons 6 zu 14. Und unsere Startaufstellung ist Nate Robinson, Kirk Heinrich, Lowell Deng, Carlos Boozer und Joakim Noah. Ja, Derrick Rose ist noch verletzt. Besser gesagt, er ist sich am Aufbauen, also muss wieder Muskeln aufbauen und so weiter. Hatte einen Kreuzbandriss letztes Jahr in der Saison. War sehr, sehr schade. Sie sind in die Playoffs gekommen, aber mussten dann aussteigen. Eben. Besser gesagt, haben dann einfach verloren, weil der Rose gefehlt hat. Das dann war ein sehr wichtiger Faktor eigentlich fürs Spiel. Und dann fehlt da natürlich einfach, das ist natürlich scheiße. Aber sie haben sich jetzt Nate Robinson geholt. Der war bei den Oklahoma City Thunders, soviel ich noch weiß. Ja, Nate Robinson wirft hier den ersten Dreier. Somit gehen wir auch schon in Führung, gleich am Anfang. Und ja, vielleicht zu Anfang, ich habe jetzt hier eine kleine Verkältung, wie man eben vielleicht schon gehört hat. Ja. Ja, Joakim Noah geht hier durch und wird gefoult, somit zwei Freiwürfe. Für ihn und sein Freiwurf ist sehr komisch. Sein Wurf allgemein gesehen ist komisch. Den halt den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann er werfen soll, ist sehr schwer. Wie er jetzt auch gemerkt hat, nur eins von zwei hat er getroffen. Egal. Prince jetzt einmal. Und er trifft der erste Punkt für sie. Okay, Heinrich jetzt einmal. Ja, Lul Deng dribbelt hier schön durch. Lul Deng, ah, sorry. Ich meine Joakim Noah dribbelt hier schön durch. Besser gesagt, macht einen Post-Move und scored. Over the back foul von Joakim Noah. Ja. Vielleicht ein bisschen doof. Das ist eigentlich ein unnötiges Foul. Muss man nicht zwingend machen. Aber, naja. Monroe jetzt. Ups. Jetzt Robinson wieder. Dang, zu dem komme ich nicht so gut ran. Ja, und Lul Deng trifft. Und somit sind wir schon, steht es 8 zu 2.
Ah, den habe ich habe ihn nicht gesehen, wusste nicht genau, wo er steht jetzt. Durch die Kameraansicht. Schade. Ah, jetzt Heinrich am Ball. Ja, Heinrich trifft jetzt auch. Wunderbarer Dreier, schön reingeswischt. 11 zu 4. Ist ein ziemlich ausgeglichenes Punkten bei in Chicago. Ich glaube, jetzt hat schon jeder außer der Boozer gescored. Ja, da werde ich noch gucken, was ich machen kann. Oh, Robinson wird geblockt. Ja, Robinson ist, glaube ich, der kleinste Spieler im Moment der NBA mit 1,78 oder 75. Wirklich nicht ein sehr großer Spieler. Aber ich glaube, er kann dunken. Ich glaube, er ist war der, das ist so der beste Dunker, besser gesagt, der am höchsten springen kann der NBA. Ich glaube, jetzt ist es der Gerald Green von den Indiana Pacers. Der kommt mit den Augen auf die Höhe des Ringes. Ach, schade. Heinrich hätte fast seinen zweiten Punkt gescored. Also seinen zweiten Korb halt. Und sie treffen. 11 zu 6. Ja, und jetzt mit Nate Robinson. Und Boozer trifft jetzt seinen ersten Korb. Na. Sind Sie wieder am Ball? Ein schlechter Pick wollte er stellen. Und er trifft. Ja, noch 18 Sekunden, die spiele ich jetzt schön runter. Probiere natürlich jetzt ein bisschen zu spielen. Und jetzt Heinrich, seinen zweiten Korb. Schön gespielt das Ganze. Gut gepasst. Ja, gut. Erstes Viertel ist vorbei. 15 zu 8 bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Hat aber noch keinen Dank etwas so Spezielles gegeben. Ich hoffe, das passiert noch im Verlauf des Spieles. Und jetzt kommen Real Stats, Real Scores. Die Grizzlies im Moment sehr stark. 13 zu 3. Ich glaube, es sind fast die Besten oder die Besten im Moment der NBA. Mit 13 zu 3. Also wirklich ein sehr starkes Spiel. Sehr starkes Team, nicht Spiel. Sie haben sehr starke Spiele gespielt, kann man so sagen. Aber nein, wirklich sehr gut. Rudy Gay, ein sensationeller Spieler. Und ja, von denen werden wir sicher noch vieles sehen diese Saison. Wahrscheinlich werden sie auch in die Playoffs kommen, würde ich jetzt mal so behaupten, einfach mal so. Over the back. Ah, ja, mit Kirk, ja, mit Heinrich, da habe ich jetzt ein bisschen nicht gut aufgepasst. Das war eigentlich nicht der Plan. Wollte nur rebounden. Nein, der ist Maggetti. Dribbelt. Post. Fadeaway. Ein Rebound-Dunk. Oh, das tut weh. Konnte ich jetzt nicht machen. Irgendwie. Ja, und da ist auch schon der erste Dank von uns. Jetzt mit Carlos Boozer. Nice Dank. Es ist auf die Täuschung reingefallen. Und hat dann schön gedankt. Drummond.
Ja. Hoho! Er trifft! Wow! Was für ein Weitwurf. Ja, und es steht schon 20 zu 10. Jetzt wird ein Timeout genommen von den Pistons. Das überspringe ich jetzt einmal mal ganz frech hier. Und es hat einen Wechsel gegeben. Wurden einige Leute eingewechselt. Ah, oh, meine Nase läuft nicht. Ich habe jetzt kein Taschentuch mit. Ah, verdammt. Scheiße. Egal. Sucky jetzt. Pistons letztes Jahr, letzte Saison auch nicht wirklich das Team, das unglaublich stark war. Und jetzt Joakim Noah holt sich den Rebound. Diesmal wird nicht über ihn gedankt. Ah, schlechter Pass. Schade. Habe ich jetzt natürlich nicht gut aufgepasst. Jetzt Heinrich. Ja, und Dank scored mit dem Doppelmove. Ich glaube auch sein zweiter Korb. Und sehr viele von diesen Punkten, die bisher gemacht wurden, waren Dreier. Oh, und da trifft, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der reingeht. Nochmal seine Auszeit wird genommen. Ja, und die Bulls waren letztes Jahr sehr gut anscheinend mit der Entschuldigung, mit den Feldwurf. Ah, schon wieder ein Over-the-Back-Foul. So geht das.